Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich möchte euch heute die Bücher zeigen, die ich im Mai gelesen habe. Also ganz viel Spaß bei diesem Video. Zwei Vorbemerkungen. Einmal, die Brille ist zurück. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon aus meiner Leseliste für den Juni kennt. Und ich hoffe, sie spiegelt jetzt wieder nicht zu sehr. Ich weiß auch, dass hier mich das wieder wahnsinnig machen wird, wie bei dem Video und bei dem Film. Aber damit müssen wir jetzt leben, denn auch heute ist wieder ein sehr, sehr produktiver Tag für mich. Ein sehr, sehr viel mit Laptop gefüllter Tag und deswegen brauche ich heute meine Blaulichtbrille. Und die zweite Vorbemerkung, das könnte ein ziemlich langes Video werden, denn ich habe im Monat Mai 12 Bücher beendet oder zumindest angelesen. Oder bin so beim Lesen dabei gewesen bei 12 Büchern. Auf jeden Fall habe ich einiges zu erzählen, einige Sachen abzuhandeln. Und wir werden auch in diesem Video herausfinden, wie ich denn so mit meinem Pick My Sub von Tanja umgegangen bin. Ob das geklappt hat, ob ich sie gelesen habe und wie sie mir gefallen haben. Und weil ich eben so viel zu erzählen habe, verratet mir gerne noch kurz in den Kommentaren, was ihr dann so im Monat Mai gelesen habt. Waren Highlights dabei? Waren Flops dabei? Wie ist es euch ergangen? Und dann mit dieser Bemerkung fangen wir gleich mal an mit den Büchern, die ich im Mai gelesen habe. Ach ja, eine Sache, die ich fast vergessen hatte, bevor wir jetzt zum Lesemonat kommen, ist ja noch die Auswertung des 500 AbonnentInnen-Gewinnspiels vom letzten Lesemonat. Eigentlich ist es ja schon einen halben Monat her, seit das Gewinnspiel vorbei ist. Ich bin aber, wie gesagt, aufgrund meines Urlaubs und meiner Urlaubsvorbereitung und des Urlaubsübergabe und ja, im Urlaub sein quasi, nicht ganz dazu gekommen, das auszuwerten. Die Gewinnerin ist jetzt aber inzwischen schon informiert und ich zeige euch hier nochmal ganz kurz, wie ich es dann ausgelost habe. Dann den Ausloseprozess habe ich diesmal auch mitgefilmt und diesmal nicht auf Instagram gestellt, sondern will es euch hier im Video kurz zeigen. Okay, let's do this. Ich habe mein Glas wieder rausgeholt. Ja, und hier sind die Namen alle drin. Ich habe ja zum Glück noch nicht so viele, die beim Gewinnspiel mitmachen, dass ich jetzt einen random Number Generator bräuchte. Sondern ich habe sie einfach hier drin auf Zettel geschrieben. Hui. Dass sie auch wirklich gut durchgemischt sind. Wollen wir den gleich nehmen? Ja, dann lass uns den gleich nehmen. Und gewonnen hat Trommelwirbel bitte. Jetzt krieg ich es natürlich wieder nicht auseinander. Trommelwirbel. Ich hoffe, ich kriege den eingefügt, den Trommelwirbel. Ich habe immer so schön mal meinen Klebezettel benutzt. Tada! Angela K. Und da haben wir es. Hier habe ich den Zettel nochmal. Herzlichen Glückwunsch an Angela K. Ja, tut mir leid für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, aber es wird sicherlich nochmal die nächste Chance geben. Auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz vielen Dank für eure ganz, ganz lieben Nachrichten und Kommentare da. Die haben mir echt den Tag und die Woche versüßt, die Wochen, die das Gewinnspiel ja lief. Eure ganzen positiven Nachrichten, positiven Stimmungen und eure ganze Unterstützung, das bedeutet mir unglaublich, unglaublich viel. Und deswegen da nochmal ganz, ganz lieben Dank und herzlichen Glückwunsch an Angela. Und das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt und jetzt geht's aber wirklich los mit dem Lesemonat. Weil der Mai mit dem Pick My Sub von Tanja ja ein bisschen besonders ablief, meine Leseliste da etwas anders war und ich darauf direkt zuerst mal eingehen will, stelle ich euch die Bücher heute so ein bisschen außerhalb der Reihenfolge, wie ich sie gelesen habe, vor, denn zu den Büchern des Pick My Sub bin ich erst so ab Mitte des Monats gekommen. Aber ich möchte trotzdem gern zu Anfang dieses Videos schon meine Meinung mit ihm mitgeben und euch sagen, welche Bücher ich gelesen habe und welche eben nicht. Also so einen kleinen Wrap-up, einen kleinen Überblick über meinen Pick My Sub machen. Und ich habe sie hier einfach auch nochmal zusammengelegt. Diese vier Schätzchen hat die liebe Tanja von Miss Drunken Cherrys Bücherstapel mir ausgesucht. Wie gesagt, das Video wird nochmal hier oben verlinkt sein, indem sie mir auch die Begründungen dafür mitgegeben hat. Schaut auf jeden Fall daran vorbei und schaut auf jeden Fall auch nochmal bei Tanja vorbei. Ich bin da auch sehr gespannt, mir ihren Lesemonat anzugucken und zu schauen, wie ihr meine ausgesuchten Bücher gefallen haben. Und hier kann ich sagen, ich habe sie nicht alle gelesen.
Diese drei Bücher habe ich geschafft, habe ich beendet, habe ich gelesen und sie waren auch alle sehr unterhaltsam, das kann ich zumindest schon mal sagen. Zu The Other Side of the Sky von Amy Kaufmann und Megan Spooner bin ich leider nicht gekommen. Das habe ich aber tatsächlich auch für mich schon Mitte des Monats festgestellt, dass das wahrscheinlich eher nichts wird, denn wie gesagt, ich habe mit dem Pick My Sub Büchern auch erst Mitte des Monats angefangen und dadurch, dass ich durch Heimaturlaub und ja, Arbeitsurlaubsübergabe ziemlich beschäftigt war und dann auch, ja, das Ganze von der Zugänglichkeit zu diesem Buch etwas schwieriger war, habe ich mir direkt gesagt, okay, das ist das Buch, glaube ich, was ich noch am ehesten verschieben kann, was ich am ehesten noch verschieben will, denn das ist der erste Band einer Dilogie, bei dem der zweite Band, übrigens gibt es jetzt nur im Englischen, im September erscheinen soll und ich denke mir, dann warte ich halt noch bis September und nehme mir die Reihe dann komplett vor oder muss dann auf jeden Fall, wenn ich dieses Buch gelesen habe und es mir richtig gut gefällt, wovon ich eigentlich fast ausgehe, nicht noch lange auf den zweiten Band warten. Deswegen bin ich gar nicht so schade drum. Es tut mir aber leid, Tanja, dass ich da noch nicht ganz zugekommen bin. Ich hoffe, du vergibst mir. Aber dieses Jahr, ich verspreche dir, dieses Jahr wird es dazu meine Meinung auf jeden Fall noch geben. Und ich freue mich da immer noch sehr, sehr drauf. Und es war auch eine tolle Auswahl, aber leider zeitlich etwas schwierig. Dann kommen wir jetzt aber mal wirklich zu meinen Meinungen zu den Büchern. Und wir fangen mit dem Buch an, das hier oben im Regal schon eine dezente Lücke hinterlassen hat. Und zwar Knight of Crowns von Stella Tuck. Der erste Band Spiel um dein Schicksal. Das ist ja eine YA-Jugendbuch-Fantasy-Geschichte aus dem Ravensburger Verlag, die sich mit Schachspielen beschäftigt. Und wir folgen hier der jungen Alice, die zwischen dem Konflikt zwischen zwei verfeindete Adelshäuser-Privatschulen gerät und damit auch zwischen zwei gut aussehende, mysteriöse Jungs. Und ich sage auch gerne dazu, es gibt auch noch eine sprechende Katze, Curse, die mit diesem ganzen Schachspielfluch verwoben ist. Und das Ganze wurde ja schon mega gehypt, als es rauskam. Und auch ich kann sagen, es ist eine sehr unterhaltsame Geschichte, hat mir echt gut gefallen. 4 Monate von mir bekommen. Ich bin ziemlich schnell durchgeflogen, denn Stella Tucks Schreibstil ist einfach super flüssig, sehr witzig, sehr unterhaltsam und man kommt da echt schnell durch, obwohl das Buch gar nicht so dünn ist. Es hat tatsächlich auch 470 Seiten oder so, also geht schon näher an die 500. Und das hat mich zuerst ein bisschen eingeschüchtert, aber vom Schreibstil her merkt man das überhaupt nicht. Ich bin auch innerhalb von wenigen Tagen da durchgeflogen. Hätte ich mir die Zeit nehmen können, wären es wahrscheinlich auch nur 1 oder 2 gewesen. Wie gesagt, hier, sehr unterhaltsam. Ich mochte Alice, unsere Protagonistin. Sie war stark, sie war witzig, sie war snarky. Sie hinterfragt auch Dinge, die ablaufen. Sie fügt sich nicht unbedingt ein und wie sie da reingerät, ist halt auch nicht so die idealste Situation. Aber sie versucht das Beste daraus zu machen und das Beste aus ihrem Weg zu machen, der sie dort eben durchführt. Die beiden Jungs, ja gut, das ist halt so ein bisschen so typisch Jugendbuch-Liebesdreieck-mäßig. Das ist immer so ein bisschen tricky. Ich finde es aber hier eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Natürlich ist das nichts, was mich jetzt richtig begeistern konnte in dem Sinne von der Beziehungsdynamik. Aber wie das letzten Endes umgesetzt wurde und was so hinter den einzelnen Jungs steckt, fand ich schon sehr faszinierend. Und sagen wir mal so, in diesem Spiel, in diesem Kampf von Schwarz und Weiß ist nicht alles Schwarz und Weiß. Es geht auch viel um die Grauzonen, um die Entscheidungen, die zwischen diesen Grauzonen liegen, was dahinter steckt und auch darum, die Dinge zu hinterfragen und auf den Grund zu gehen. Also ja, ganz, ganz tolle Geschichte. Was mir hier auch aufgefallen ist, was zumindest ja so wirkte, ist, als wenn es hier auch alles im Wunderland-Elemente mit reinspielen. Also einmal haben wir, allein die Charakterin heißt Alice, die Protagonistin. Dann gibt es immer mal wieder so Andeutungen, Redewendungen, wo ich immer dachte so, könnte das jetzt von Alice im Wunderland sein oder nicht? Natürlich auch noch eine sprechende Katze, die gerne grinst und lächelt, die übrigens für mich auch ein absolutes Highlight war. Curse ist so mein Lieblingscharakter dieses ganzen Buches und ich feiere ihn sehr. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, ganz, ganz bald mir auch den zweiten Band vorzunehmen. Potenziell schon diesen Monat, wenn ich ihn über die Online-Bibliothek kriege. Das Einzige, was die Wertung hier so ein bisschen gezogen hat, es wäre also noch besser geworden, aber das Einzige, was die Wertung so ein bisschen runtergerissen hat, war das Ende. Das Ende war so ein bisschen so Augenroll und so ein klein bisschen so ein Dämpfer. Ich will nicht zu viel verraten, weil das ja eben spoilern könnte, aber mich hat das Ende so ein klein bisschen enttäuscht, weil es eben auch wieder hier so typisch Jugendbuch, so typisch Drama-mäßig ist und wenn man das mag, wird das definitiv was für euch sein, aber das ist halt irgendwie auch Meckern auf hohem Niveau bei diesem Buch, deswegen absolute Empfehlung, wenn ihr auf Jugendbuch-Fantasy steht, die so in die Richtung geht, vor allen Dingen auch sehr witzig und unterhaltsam geschrieben ist.
Okay, wenn das so weitergeht und ich weiter so ausführlich rede, dann sitzen wir wirklich extrem lange hier. Ich versuche mich bei einigen Büchern kurz zu halten, aber zu Blind of Cross hatte ich jetzt halt viel zu sagen. Ich glaube, zum nächsten Buch werde ich nicht so viel zu sagen haben und das ist The Ivy Years, Before We Fall, der erste Band der Ivy Years Reihe von Serena Bowen, ja auch eine Auswahl von Tanja, eine Autorin, die sie sehr, sehr liebt und eine New Adult Reihe, die sie auch sehr gerne mochte. Das ist New Adult College Romance, wo es auch sehr viel um Eishockey geht, was für mich ja immer schon mal interessante Buzzwords sind, mit denen man mich kriegt. Und ich hatte mich von dieser Geschichte so ein bisschen noch zurückgehalten und ich frage mich nicht, wieso. Irgendwie, ja, bin ich da noch nicht so richtig reingerutscht. Aber ich muss auch sagen, dass diese Geschichte wieder sehr, sehr süß war. Sehr leicht, locker, fluffig, hat 3,5 Monde von mir bekommen. Sie war echt nett, ich mochte die Charaktere, ich mochte den Eishockey-Aspekt, ich mochte die Beziehung. Es war eine Geschichte ohne unglaublich viel Drama, ohne unglaublich viel Tiefe in dem Sinne auch. Aber die einfach was Nettes, Süßes zwischendurch ist auch hier super schnell zu lesen. Sehr, sehr flüssiger, unterhaltsamer Schreibstil. Das habe ich sogar, als meine Eltern am Pfingstwochenende hier waren, währenddessen gelesen. Und nochmal, so komme ich, wenn meine Eltern da sind, nicht wirklich viel zum Lesen. Also zeigt einem das schon, wie gut und leicht und locker es zu lesen es war. Und was dieses Buch auch für mich irgendwie so ein bisschen gemacht hat, man könnte nämlich sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen flach, aber beim Lesen dieses Buches hatte ich die ganze Zeit einen absoluten Ohrwurm von einem Lied, das mich quasi an dieses Buch erinnert, was dieses Buch für mich verkörpert. Denn dieses Buch ist für mich quasi die Verkörperung des Songs You Belong With Me von Taylor Swift. Und wenn man den Song kennt und dieses Buch gelesen hat, dann erkennt ihr vielleicht die Parallelen. Ich habe sehr gefeiert und musste das Lied nach Beenden dieses Buches auf jeden Fall erstmal ein paar Stunden in Dauerschleife hören. Sehr süß, sehr nett. Ich habe mir auch inzwischen schon den zweiten Band der Ivy's besorgt und werde die Reihe definitiv weiterführen. Aber das auch eine echt gute Empfehlung von Tanja. Ich habe mich gefreut, dass ich es gelesen habe. Süße, locker, leichte College-Romance. Kann man sich auch, glaube ich, gut jetzt im Sommer vornehmen. Und dann kommen wir zum dritten von mir gelesenen Buch meiner, ja, Pick My Sub-Auswahl von Tanja. Und zwar Im grausamen Licht der Sonne von Nalini Singh. Ich sage es immer wieder, Nalini Singh gehört mit ihren Paranormal-Romance-Reihen zu einer meiner liebsten Autorinnen. Aber leider nur mit diesen Reihen. Ich habe ja von ihr schon normale Romances gelesen, ihre Rockstar-Reihe und ihre Cherish-Reihe und beide konnten mich jetzt nicht wirklich vom Hocker hauen, bis auf ein Buch in dieser ganzen Weltreihe und so, das ich echt liebe. Ich sage nur T-Rex und Charlie Mouse. Und ich dachte mir, gut, dann gebe ich ihr mit ihrem Thriller nochmal eine Chance, denn in ihren Paranormal Romance-Reihen schreibt sie auch immer echt thrilling, echt spannend, schafft es die Spannung aufrecht zu erhalten, mich da irgendwie zu fesseln und mich durch die Seiten fliegen zu lassen. Und ich habe mir erhofft, dass es in diesem Buch ähnlich wird. War es leider nicht so. Also die Geschichte braucht ziemlich lange, um sich aufzubauen. Es ist sehr langsam, meiner Meinung nach. Und ja, das Ganze sollte ja auch hier so Romantic Thrill sein. Also sollte auch nur einen Romance-Aspekt geben. Der war viel zu flach, viel zu unglaubwürdig in dem Sinne auch, eher so am Rande, so reingesprenkelt und kam überhaupt nicht richtig zur Geltung. Es ging halt wirklich hauptsächlich um diesen Kriminalfall, der ein Großteil des Buches einfach ein Vermisstenfall ist und es wird irgendwelchen Spuren gefolgt, mit irgendwelchen Leuten geredet, dann ist dann wieder der verdächtig, dann mal wieder der und dann mal wieder der und irgendwie wird immer nur hin und her gelaufen, was ja bei Thrillern eigentlich normal ist, zumindest soweit ich ja Thriller auch gelesen habe schon oder Romantic Thrill Titel. Ich bin ja damals auch nicht unbedingt der richtige Thriller-Leser. Allerdings kam so dieses Gefühl, dieses drängende, spannende, dramatische Gefühl gar nicht auf. Das Star dieses Buches, das Highlight dieses Buches war einfach das Setting an der rauen Küste Neuseelands. Aber das wurde halt auch bis zum Umfallen erwähnt und immer wieder hochgebracht und der Dschungel und der immer wieder Leute zu sich ruft, an dem sich Leute verirren, in dem Leute verschwinden, der Dschungel, der seine Opfer fordert, das Meer, das seine Opfer fordert, die rauen Klippen, das wurde so oft wiederholt, dass ich am Ende irgendwann teilweise schon dachte, ja, okay, ich verstehe es, die Landschaft ist auch gefährlich und es könnte aber auch ein Unfall gewesen sein, aber das macht ja auch trotzdem nicht keinen guten Thriller aus. Und auch der Reveal am Ende war irgendwie so ein bisschen, das Reveal am Ende, so ein bisschen, okay, ich habe es nicht kommen sehen unbedingt, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Deswegen, es ist eine Geschichte, die man mal lesen könnte, allein für die Landschaft und für das ganze Kleinstadt-Feeling, aber es war jetzt nichts, was mich packen konnte, deswegen hat es 3 Monde bekommen. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich was für richtige Thriller-Fans ist, weil für die das, glaube ich, wahrscheinlich auch zu langweilig ist, zu unausgereift, aber es ist, glaube ich, auch nicht der beste Einstieg ins Thriller-Genre. Deswegen
kann ich nicht unbedingt sagen, ob ich es empfehlen kann oder nicht. Also für mich war es so ein bisschen eine ziemliche Enttäuschung. Und wo wir gerade bei Enttäuschungen sind, machen wir gleich noch mit den beiden Body Reads weiter, die ich im Monat Mai hatte, die ich ja auch in meiner Leseliste schon angekündigt habe. Und eben auch dort war leider so ein bisschen eine Enttäuschung dabei, beziehungsweise es kam jetzt nicht so überraschend für mich. Denn Breakaway von Annabelle Steel konnte mich jetzt nicht so komplett von sich überzeugen. Auch dieses Buch habe ich ja zusammen mit der lieben Tanja von Miss Drunk and Cherries Bücherstapel gelesen. Wir haben eigentlich das Buch beide noch auf unserem Sub gehabt und wollten uns das beide irgendwie vornehmen und haben dann, weil wir auch mit dem Pick My Sub irgendwie in Kontakt standen, gleich gesagt, wollen wir es nicht zusammenlesen, damit wir beide motiviert sind. Ja, das war irgendwie schwierig, es hat sich extrem gezogen. Dieses Buch ist meiner Meinung nach und ich glaube auch Tanjas Meinung nach einfach viel zu dick, wandert vom Schreibstil sehr, sehr umher und, was bei mir auch noch zukommt, es ist eine sehr emotionale Neodal-Geschichte, die in Deutschland spielt. Ich bin ja nicht unbedingt der Fan von emotionalen Judith-Geschichten. Ich brauche Fun, witzig, sexy, schnell zu lesen. Da kann dann auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und Emotionalität drunter liegen, mit drin sein, eingeflochten sein. Ich meine, ich mag ja auch dramatische Geschichten, aber das ist halt so, diese gefühlvollen Geschichten sind halt so langweilig so ein bisschen und es plätschert dann alles irgendwie immer so ein bisschen vor sich her. Das Setting von Berlin fand ich persönlich eigentlich ganz cool, zumindest soweit ich Berlin auch kennengelernt habe, passte das für mich auch. Aber auch hier, wie so ein bisschen bei Im Grausam nicht der Sonne, wurde das Setting einfach zu sehr in den Vordergrund gerückt. Und nicht nur das Setting, auch die Nebencharaktere, die dann eigentlich fast schon mehr eine Rolle spielten als die Hauptcharaktere. Also wir folgen ja Leah und Noah. Und Noahs Problem, also in New Adult-Büchern hat ja eigentlich immer einer der Protagonisten oder beide haben normalerweise immer ein Problem, was sie lösen müssen, sei es emotionaler Natur, sei es irgendwie im Umfeld. Und das Problem bei Noah war irgendwas mit seinem Bruder. Das ist kein Spoiler, das wird schon relativ früh erwähnt. Dadurch bricht er eigentlich ja seine Auslandsreise ab, um eben die Beziehung zwischen seinem Bruder und seiner Familie wieder zu kitten. Und dann ist dann ein großes Mysterium groß, was eigentlich jetzt passiert ist, was es dahinter steckt, warum sich sein Bruder so untypisch verhält, warum sein Bruder sich auch von der Familie so festhalten, so fernhalten will. Und darum dreht sich gefühlt das ganze Buch. Aber es sollte doch eigentlich die Liebesgeschichte zwischen Leah und Noah sein. Und das kam meiner Meinung nach extrem zu kurz. Jetzt muss ich zu dem Buch aber auch sagen, dadurch, dass ich Annabelle selber persönlich auch kenne, hier so in der Leipziger Blogger-Bubble, bin ich bei dem Buch nicht wirklich, sagen wir mal, objektiv. Deswegen hat es am Ende noch 3 Monde bekommen. Wahrscheinlich würde es, wenn man schon so mich so reden hört, doch auch schlechter bewertet werden. Aber das würde mir irgendwie Annabelle gegenüber auch unfair erscheinen. Deswegen nehmt das hier alles mit einer Prise Salz. Ich kann nicht unbedingt objektiv sein. Es ist aber definitiv keine Geschichte, New Adult-Geschichte, die mich jetzt begeistern kann. Keine New Adult-Geschichte in die Richtung, wie ich sie gerne lese. Und eben entsprechend auch keine Geschichte, die mich richtig begeistern konnte. Auch weil ich die Fehler der Geschichte erkennen konnte, die ich aber bis zu einem gewissen Grad auch dem zuschreibe, dass es Annabelles erstes Buch war. So, ich will dem zweiten Band nochmal eine Chance geben, ich will es unbedingt noch ausprobieren, weil ich auch gehört habe von ganz, ganz vielen, dass sich Annabelle schreibstilmäßig und mit ganz vielen Dingen auch im zweiten Band verbessert hat und was im zweiten Band passiert oder die Charaktere, die im zweiten Band eine große Rolle spielen, sind natürlich wie bei oft bei New Adult Reihen auch hier schon angeteasert worden und es interessiert mich durchaus, da mehr drüber zu lesen, deswegen gebe ich ihr da noch eine Chance, aber ja, Breakaway war auch irgendwie so ein bisschen eine sehr große Enttäuschung, aber jetzt gesagt nicht unbedingt überraschend. Nach all der negativen Stimmung kommen wir erstmal zu was Positivem. Und zwar das Buch, mit dem ich eigentlich in den Monat Mai gestartet bin, was aber auch so ein bisschen das Highlight des Monats war, auch wenn es kein Jahreshighlight, kein richtiges Hype-Buch ist. Und zwar ist das Tower of Dawn von Sarah J. Maas, der 6. Band der Throne of Glass-Reihe. Auf Deutsch ist es, glaube ich, Der verwundete Krieger oder so. Es ist so ein bisschen mit diesem Buch ja auch eine witzige Geschichte, sag ich mal, schräge Geschichte, denn das ist eigentlich so der Zwischenband, zwischen Band 5 und 7. Und in Band 5 und 7 oder generell im Rest der Reihe geht es ja um Selena Sardothian, eine Assassinin, die in den Salzminen von Endovir ihre Strafe abarbeitet, dann vom Sohn des Königs dort rausgeholt wird, um als sein Champion bei einem Wettkampf anzutreten und die Position des königlichen Assassinen und schließlich auch ihre Freiheit zu erlangen. Das Ganze wird ja dann wesentlich epischer und größer und in diesem Zwischenband eben, den man aber gelesen haben muss, um sich auf den 7. und finalen Band vorzubereiten, folgen wir jetzt einen Nebencharakter aus dem Rest der Reihe, den wir teilweise auch schon als Sichtweisencharakter hatten, der jetzt aber in diesem Buch quasi seine komplett eigene Geschichte bekommt, an einem neuen Setting, einem komplett neuen Kontinent, der so ein bisschen selber mit den Nachwehen des 4. Bandes
ja, umgehen muss, denn dieses Buch spielt auch parallel zu Empire of Storms, also zum 5. Band. Und ja, es ist echt cool, unterhaltsam. Sarah J. Maas schreibt sie, liebe ich ja einfach. Ich liebe ihre Geschichte, ich liebe die Throne of Glass Welt. Was ich bei diesem Buch allerdings sagen muss, denn es hat nur 4 Monde bekommen, ist, es ist so ein bisschen wie auf die Bremse treten nach Empire of Storms, nach dem sehr emotional mitnehmenden Ende von Empire of Storms. Ich sage nur, es hat mich zerstört. Zumindest Empire of Storms ist das so ein bisschen wieder eine ruhigere Geschichte, auch eine Geschichte der Heilung eigentlich. Aber eine Geschichte, die auch wieder stimmungsmäßig sehr in die Richtung der ersten beiden Bände geht, die mir auch gut gefallen haben, aber eben nicht so überragend wie dann ab Band 4, 3 auch schon so halb, aber 4 und 5 mich einfach von sich überzeugen konnten. Deswegen ist das hier auch kein Jahreshighlight, obwohl es in dieser Reihe ist und ich sie einfach liebe. Und ich mochte schon die neue Welt, die wir da kennengelernt, den neuen Kontinent, aber auch das war wieder so ein bisschen schwierig zum Einstieg, sich da erstmal wieder neu reinzufinden. Es war halt wirklich, okay, neue Welt, neue politische Gelegenheiten, neue Personen, super viele neue Nebencharaktere, Point-of-View-Charaktere, super viele Dinge, die man dann noch wieder lernen muss, nachdem man doch eigentlich in der Welt schon so gut drin war. Deswegen war das alles so ein klein bisschen schwieriger beim Einstieg. Die Sachen, die aber in diesem Buch rauskommen, die ganzen Reveals, die Beziehungen, die sich entwickeln, die Charaktere, die in diesem Buch wachsen, war wieder ganz, ganz toll, hat mich wieder sehr begeistert und sehr mitgenommen. Und ich bin eigentlich noch nicht bereit für Kingdom of Ash, also den 7. Band, aber ich werde ihn mir diesen Monat vornehmen. Und dann am Ende wahrscheinlich heulen wie ein Baby. Und erstmal komplett fertig sein. Also, ich liebe die Throne of Glass Reihe. Das hier ein Installment, das man lesen sollte, das aber vielleicht auch wieder ein bisschen stimmungsmäßig rausspringt, aber deswegen nicht unbedingt schlechter ist. Dann habe ich noch 5 Bücher in digitaler Form beendet oder komplett gelesen. Und wir machen mal den Anfang mit 3 Büchern. Sind es 3? 2. 2, die ich noch mit Hilfe von Kindle Unlimited beendet habe, denn das ist jetzt Mitte des Monats bei mir ausgelaufen und ich wollte gerne noch alles rausholen. Ein paar Bücher habe ich angelesen, ein paar mehr, ein paar habe ich abgebrochen, aber ich habe vor allen Dingen 2 dann auch beendet. Und einmal war das Not My Match von Irsa Madden Mills, der 2. Band der Game Changers Reihe, wo der 1. Band ja Not My Romeo war. Eines meiner größten Flops des letzten Jahres. Ja, es tat mir echt leid, das zu sagen, aber ich hatte so viele Hoffnungen für Not My Romeo und es hat mich echt enttäuscht und jetzt bin ich auch so ein bisschen zögerlich in Not My Match reingegangen, denn auch hier kannten wir die Charaktere aus dem 1. Band schon, die sind schon aufgetaucht, wir folgen aber neuen Charakteren. Und zwar ganz speziell Giselle, der Schwester der Protagonistin aus dem 1. Band und ich vergesse mal, wie er heißt, aber auf jeden Fall einer der Football-Kollegen des Protagonisten aus dem 1. Band. Und die beiden kommen jetzt in diesem Band zusammen und ich muss auch sagen, dass mir dieses Buch besser gefallen hat als der erste. Vielleicht auch, weil ich mit niedrigeren Erwartungen rein bin, aber einfach auch, weil die Beziehung der beiden jetzt anders sich abspielt, als es im ersten halt der Fall war. Das erste, im ersten Band fand ich schon problematisch, hat mich teilweise schon genervt. Und hier ist eben unser männlicher Protagonist zwar auch irgendwo verletzt, hat seine Probleme, irgendwo deswegen sehr zurückhaltend, auch so ein Playboy, aber doch mit einem sehr, sehr guten Herzen. Er benimmt sich nicht wie ein absolutes Arschloch. Er bemüht sich um unsere Protagonistin. Er kämpft um sie. Er hat zwar so ein bisschen mal seine 5 Minuten zwischendrin, aber, ja, da fällt mein Notizbuch gerade unter. Aber er ist trotzdem ein ganz, ganz toller männlicher Protagonist, für den ich sehr geroutet habe, für den ich sehr angefeuert habe. Und auch Giselle mochte ich sehr. Sie ist halt so ein bisschen das, was ich inzwischen auch bei Issa Madden Mills als Protagonistentypus erwarte. Sie hat irgendwo eine ernste Außendarstellung, hat irgendwo ein Ziel im Leben. Sie ist zum Beispiel Physikstudentin, war es glaube ich hier, genau, die ihre Doktorarbeit schreiben will, hat aber auch ein sehr quirkiges Hobby. Also in diesem Fall schreibt sie sehr, sehr sexy, smutty Science-Fiction-Liebesromane und das war irgendwie ein Aspekt, der echt cool war, der mich echt gefallen hat und auch wie der männliche Protagonist eben sie dabei unterstützt hat. Und das Hauptproblem war irgendwie so ein bisschen, dass sie sich eigentlich voneinander fernhalten wollten, weil sie aufgrund der Verwandtschaftsverflechtungen irgendwie schon so ein bisschen voneinander weggewarnt wurden und da so eine ganze Geschichte war. Aber insgesamt war es einfach auch süß und hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der erste. Es kommt aber für mich nicht an die College Romances von Issa Madden Mills ran. Hier dieses I hate you, I dare you, I bet you und so weiter und so fort. Deswegen hat Not My Match 3,75 Monde bekommen. Das Ende war so ein bisschen wieder, okay, Drama nochmal kurz reingeschlossen, um Drama zu haben. Dafür aber dann auch viel zu schnell wieder abgehandelt. Aber insgesamt, gut, nett, kann man sich mal anschauen. Ich würde, wenn ihr Issa Madden Mills lesen wollt, aber wie gesagt, auf jeden Fall ihre College Romances empfehlen. Und als zweites und letztes Kindle Unlimited Buch habe ich mir auch noch Little Lies
von Helena Hunting vorgenommen. Oder H. Hunting, wie es hier auf dem Cover steht. Das ist einfach so ein bisschen abgewandeltes Pseudonym von Helena Hunting, die jetzt hier New Adult auch so eine Art College Romance schreibt, die aber auch so ein bisschen problematisch ist und so ein bisschen Richtung, ich weiß nicht, ob schon Bali Romance ist oder so, auf jeden Fall ein bisschen problematisch ist. Der Catch bei dieser Geschichte ist, es gibt ja von Helena Hunting die Pakt-Reihe, die auch auf Deutsch übersetzt wurde, allerdings nur als E-Books bei Lux erschienen ist. Das ist ihre eine Eishockey-Reihe. Und dann gibt es diese zweite Eishockey-Reihe, die ein Spin-off der Pakt-Reihe ist. Ich glaube, das wird aber gar nicht so richtig kommuniziert. Das ist, oh Gott, Lie to Me oder so? Nee, ich glaube, das heißt anders. Aber irgendwie so in die Richtung, das ist die Reihe, die jetzt gerade übersetzt bei Lux erscheint. Auch in irgendwie eine Eishockey-Reihe, aber auch da erscheint sie nur als E-Books. Und dieses Buch ist quasi, ich weiß nicht, ob das erste eine Reihe ist, aber auf jeden Fall wieder ein Spin-off dieser beiden Reihen. Denn hier folgen wir den Kindern der beiden Reihen. Also einmal folgen wir Lavender, der Tochter von Alex und ich glaube, sie heißt Olivia, aus dem ersten Band der Pakt-Reihe. Und dann folgen wir als männlichen Protagonisten Kodiak, der eben in dieser Spin-off-Reihe zur Pakt-Reihe vorkommt. Ich habe, glaube ich, den ersten Band dieser Spin-off-Reihe damals abgebrochen, deswegen kann ich euch da gar nicht so richtig viel erzählen. Aber auf jeden Fall geht es hier um Kodiak und Lavender. Die beiden sind halt miteinander aufgewachsen, kennen sich aufgrund ihrer Familienverflechtungen und, um es mal so zu sagen, beide haben irgendwie auch psychisch teilweise Probleme oder Dinge, die in ihrer Vergangenheit passiert sind, die es ihnen erschweren, sich auf andere einzulassen oder eben dafür sorgen, dass vor allen Dingen in ihrer Kindheit die beiden, Kodiak und Lavender, sehr codependent sind, also sehr sich aufeinander verlassen, teilweise schon auf ungesunde Art und Weise. Und dieses Buch hat, ich hätte es fast abgebrochen, ich hatte es einmal kurz abgebrochen, habe es mir dann auch zu Ende vorgenommen, weil ich mir dachte, okay, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt ziehe ich es einfach nochmal durch, was auch gut war, denn die erste Hälfte dieses Buches war schon echt so ein bisschen problematisch, hat mir sehr viel Anxiety verursacht, einfach weil Lavender da so unglaublich stark von betroffen war. Sie hat halt diese Angststörung, traut sich nicht unbedingt rauszugehen, dann läuft auch noch am Anfang ihrer College-Zeit irgendwie alles schief, sie muss mit ihren nervigen Brüdern zusammenwohnen, die mich dann ja wohl wirklich mal richtig genervt haben, besonders ihr Zwilling. Und dann ist eben auch ihr ehemals bester Freund Kodiak an diesem College und der benimmt sich aber wie ein absolutes Arschloch ihr gegenüber und löst damit eben auch nochmal so ein paar Panikattacken aus, was, wie gesagt, auch sehr anxiety-inducing ist. Also achtet hier unbedingt auf Triggerwarnungen bei diesem Buch, besonders auch wenn es dann übersetzt werden wird, weil in die anderen beiden Reihen wird, bin ich mir fast sicher, dass das auch kommt. Und die zweite Hälfte des Buches war dann aber so unglaublich viel besser, denn nachdem Kodiak irgendwann einsieht, dass er eben ein absolutes Arschloch war und dass ihm Lavender doch wichtig ist und dass es Wegstoßen nicht wirklich was hilft, hat er sich halt gebessert. Lavender hat zu sich selbst gefunden, ist für sich eingestanden und das fand ich dann wieder richtig cool, da mochte ich die Geschichte dann wieder. Deswegen erste Hälfte 3 Monde, wenn nicht sogar ein bisschen tieferes Buch, echt schwierig durchzukommen für mich. Zweite Hälfte solide 4 Monde, richtig gut, richtig lesenswert, sehr unterhaltsam. Kommt am Ende bei 3,5 Monaten raus. Also ich weiß nicht, ob ich es empfehlen könnte oder nicht. Wenn ihr die anderen beiden Reihen mochtet, dann sicherlich schon. Wie gesagt, achtet hier aber nur auf die Triggerwarnungen und darauf, dass das doch ziemlich anxiety-inducing sein könnte und eben auch diese Darstellung von Panikattacken und von Codependency auch kritisch hinterfragt werden sollte. Ich sag doch, wir sitzen eine ganze Weile hier, dann ein bisschen was habe ich ja noch. Dann das nächste kann ich aber auch wieder sehr schnell abhandeln, denn das war ein Hörbuch, Sachbuch, und zwar Alte weiße Männer von Sophie Passmann. Das ist ja ihr Schlichtungsversuch, also der Schlichtungsversuch einer jungen Feministin mit eben dem Stereotyp alter weißer Mann. In diesem Buch spricht sie selber oder geht sie einen Sommer lang auf die Reise und spricht mit verschiedenen alten weißen Männern, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, denn es sind verschiedenste männliche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, aus den Medien, aus allen möglichen Bereichen, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwo eine gewisse Machtposition auch innehaben und sie fragt sie eben, ob sie alte weiße Männer sind und wie man vielleicht auch vermeiden kann, so diesem Stereotyp von einem alten weißen Mann heimzufallen. Ich, wie gesagt, das Hörbuch kann ich unglaublich empfehlen, denn es wird von Sophie Passmann selbst gelesen, gesprochen. Es war sehr schnelllebig, sehr unterhaltsam. Ich musste teilweise echt schmunzeln. Manche Sachen haben mich dann auch so ein bisschen wütend gemacht oder mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Bei vielen Sachen konnte ich aber auch nur entweder nicken oder mit dem Kopf schütteln. Wie gesagt, sehr cool, sehr unterhaltsam. Kann man sich auf jeden Fall oder sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal vornehmen, wenn man was Leichtes, Unterhaltsames, Feministisches haben will, vielleicht auch da mal was Augenöffnendes, wenn man sich mit Feminismus noch nicht so auskennt, dadurch, dass ich mit dem Bereich mich schon ein bisschen mehr beschäftigt habe,
gab es jetzt nicht so viel Neues, aber es war trotzdem spannend, eben diese Gespräche nochmal wiedergegeben zu hören und auch die auf die Art und Weise, wie Sophie Passmann die rübergebracht hat, nochmal wiedergegeben zu hören. Und unter anderem auch übrigens sehr interessant, das Gespräch, das sie mit ihrem Vater führt. Und damit sind wir dann auch schon bei meinem Urlaub angekommen und beim Do the Thingathon, an dem ich teilgenommen habe. Der hat mir genau in die Woche viel von meinem Urlaub. Das ist ein Lesemarathon gewesen von Ashley von A Frolic Through Fiction. Dazu gibt es auch einen Vlog, der ist auch schon online. Ich verlinke euch mal hier oben. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken und meine näheren Gedanken beim Lesen auch zu diesem Buch hören. Ich auch da die Vorwarnung, es ist ein langer Vlog. Es gibt auch viel Tier-Content, denn wie gesagt, ich war in der Heimat und habe da doch ein bisschen was erlebt, deswegen gibt es auch für B-Roll ein bisschen was zum Sehen und Erleben, aber ich spreche auch viel über diese Bücher und unter anderem eben auch im grausamen Licht der Sonne, was ich auch in der Woche gelesen habe. Aber so meine Hauptpriorität in der Woche war tatsächlich Im Schatten des Drachen von Julie Kagawa, das ich ganz zufällig irgendwie Anfang der Woche von der Online-Bibliothek bekommen habe. Und da ich mich letzten Monat ja durch den zweiten Band so ein bisschen gequält habe, mich das Ende aber doch wieder neugierig gemacht hat, dachte ich mir, okay, ich nehme mir am besten direkt den dritten vor und ziehe das jetzt durch, weil wenn ich das jetzt länger liegen lasse, dann komme ich da nie zu und werde die Reihe nie beenden. Und ich wollte aber eigentlich schon gerne wissen, auch wie es ausgeht und habe mich dann eben in dieser Woche des Do the Thingathon in meinem Urlaub durch dieses Buch ein bisschen gearbeitet, obwohl ich auch sagen muss, dass mir dieses Buch wieder so ähnlich gut gefallen hat wie der erste Band Im Schatten des Fuchses, zu dem es ja auch eine Rezension gibt. Also es war wieder ein sehr, sehr hoher Anstieg zu Im Schatten des Schwertes, was ja eine sehr enttäuschende Geschichte war. Denn in diesem Buch sind unsere Helden alle wieder gemeinsam unterwegs, befinden sich endlich wieder auf dem Pfad dazu, ja, dieses Abenteuer zu beenden, den Bösen zu besiegen. Nur sind da noch Machenschaften im Hintergrund im Spiel, die vielleicht doch noch alles ändern könnten, ohne zu viel zu verraten. Also auch das war wieder super spannend. Ich mochte, wie die Charaktere sich entwickelt hatten, wie die Entwicklung aus dem zweiten Band sich jetzt endlich gezeigt hat, die Beziehungsdynamik hier durchgekommen ist und wie gesagt, auch wie sich das Ende, die Entwicklung zum Ende des zweiten Bandes in diesem Teil durchgezogen hat, wie das gezeigt hat. Und ich muss auch sagen, das Ende war am Ende ganz befriedigend. Es ist jetzt nicht so eine Art Ende, wie ich es unglaublich liebe und wie ich es unglaublich feiern würde. Es passt aber irgendwie zur Geschichte. Es ist irgendwie doch befriedigend, zufriedenstellend und einfach ein guter Abschluss der ganzen Reihe letztendlich, mit dem ich zufrieden bin. Und deswegen bin ich eigentlich auch zufrieden, dass ich dieses Buch gelesen habe. Auch hier muss ich allerdings wieder sagen, es war auch wieder so ein bisschen zu lang, teilweise ein bisschen wandernd und manchmal an manchen Stellen dachte man sich schon so, ja gut, kommt zum Punkt, ich verstehe es, vor allen Dingen zum Ende eben noch diese ganzen Entwicklungen zum Ende und da kam nochmal was auf und nochmal was auf und ich saß schon da und dachte mir so, mein Gott, ich will auch jetzt endlich mal zum Ende sein, aber gut, das ist vielleicht auch, liegt vielleicht daran, dass ich aufgrund des zweiten Bands längst nicht mehr so investiert in die Geschichte war wie nach dem ersten. Deswegen, insgesamt kann ich die Reihe deswegen eigentlich ganz gut empfehlen, besonders wenn ihr Anime, Manga liebt, euch für Japan interessiert oder einfach auch mal eine Fantasy-Geschichte wollt, die in eine andere Kultur hineinschaut und da sehr, sehr stark von zieht, dann ist das auf jeden Fall eine Reihe, die ich empfehlen kann und jetzt mit dem Ende, wie gesagt, bin ich da auch ganz zufrieden mit. Und ebenfalls in der Woche des Do the Thingathon hat es sich ergeben, dass ich nochmal das Hörbuch zu A Promised Land von Barack Obama bekommen habe. Da lese ich ja oder höre ich ja schon ein paar Monate dran, aber hauptsächlich auch, weil es ein sehr, sehr langes Hörbuch war. Ich glaube 27, 28 Stunden ging es und ich das Ganze immer nur für 7 Tage ausleihen konnte am Stück und dann immer sehr lange warte, dass er dazwischen lag. Deswegen passte das sehr gut, dass ich das jetzt nochmal wiederbekommen habe und es in dieser Woche hören könnte und es auch beendet habe. Denn das ist das letzte Buch, was ich so im Monat Mai noch beendet habe. Ich habe noch 2 Bücher, in denen ich mittendrin stecke, aber dazu dann gleich nochmal kurz mehr. Und ich muss insgesamt sagen, ich habe über dieses Buch ja schon ein paar Mal gesprochen. Es war gut. Ich würde jetzt sagen, bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam, lehrreich. Es geht allerdings bei politischen Machenschaften, politischen Themen sehr in die Tiefe. Bei den ganzen Mechanismen der amerikanischen Politik, bei den ganzen Entscheidungen, die in der ersten Legislaturperiode von Barack Obama anstanden, auch extrem in die Tiefe. Und es ist halt ein sehr starkes Buch, was viel auf Name-Dropping setzt. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es wirklich Name-Dropping inzwischen nennen würde, denn ich verstehe schon, warum er bestimmten Personen oder Personen, die an bestimmten Entscheidungen beteiligt waren, schon die Anerkennung geben will, die sie eigentlich auch verdienen und sie da irgendwie auch wertzuschätzen. Allerdings ist es halt, man greift zu diesem Buch eigentlich, oder zumindest war es bei mir so, weil ich mehr über Barack Obama, über sein Leben, über seine Gedankengänge erfahren wollte und das kam mir in diesem Buch insgesamt so ein bisschen zu kurz. Es gab immer Momente, wo das drin vorkam und das waren auch so meine Highlights.
insgesamt aber wieder zu wenig, vor allen Dingen für den Umfang dieses Buches. Und besonders, wenn man bedenkt, dass das auch nur der erste Teil ist, denn das ganze Buch umfasst ja nur seinen Weg ins Weiße Haus und dann seine erste Amtszeit als Präsident. Da fehlt ja noch die zweite Amtszeit, das heißt, es wird sicherlich auch nochmal einen zweiten Teil dazu geben, den ich mir nicht mehr vornehmen werde. Da reade ich lieber nochmal Becoming von Michelle Obama, denn das kann ich euch nämlich wholeheartedly ans Herz legen, also uneingeschränkt empfehlen. Ich liebe Becoming von Michelle Obama und wenn man da einen persönlicheren, tieferen Einblick in die Persönlichkeiten, in das Privatleben und auch in ja, die Dinge, die sie geprägt haben, bekommen will, dann schaut euch auf jeden Fall Becoming an. A Promised Land muss da nicht unbedingt sein, wenn ihr nicht so Hardcore-Politik-Fans oder Hardcore-Barack-Obama-Fans seid. Wie angekündigt, in zwei Büchern stecke ich noch mittendrin. Die habe ich jetzt so Ende des Monats angefangen und habe sie dann nicht mehr geschafft, sie zu beenden. Und das eine handle ich auch ganz schnell ab, ist Jeder Mensch kann schlafen lernen von Sean Stevenson. Ein Sachbuch zum Thema Schlaf. Jetzt mein aktuelles Sachbuch nach A Promised Land. Gefällt mir bis jetzt eigentlich ganz gut, ist kurz, kompakt mit sehr klaren Tipps. Kann man sich also durchaus mal vornehmen, besonders wenn man sich nicht durch das große Buch vom Schlaf arbeiten will, das ich ja sehr, sehr liebe thematisch, aber was ja halt auch ein sehr, sehr dicker Wälzer ist. Deswegen ist das hier so ein bisschen die kleinere, kompaktere Variante mit vielleicht nochmal ein bisschen greifbareren Tipps, wenn einen das interessiert. Und dann stecke ich noch mit in ein Buch drin, was ich ebenfalls im Laufe des Do the Thingathon, nämlich zum Wochenende angefangen habe, und zwar Fable von Adrian Young. Wie man sieht, bin ich immer noch nicht durch. Ich hatte im Rahmen des Thingathon, glaube ich, 80, 90 Seiten gelesen. Aufgrund der Rückkehr nach Leipzig und verschiedener Dinge habe ich dann einfach keine Zeit gehabt und bin da nicht wieder reingeraten. Ich muss aber sagen, es gefällt mir wieder echt gut. Es ist leicht, locker, flüssig zu lesen, sehr unterhaltsam. Ich fliege dadurch diese Geschichte durch. Aber ich habe von Adrian Young eigentlich auch nichts anderes erwartet, denn ihr anderes Buch, Sky in the Deep oder auch auf Deutsch, Das Herz der Kämpferin, hat mir schon echt gut gefallen. Da bin ich damals durchgeflogen. Das habe ich, glaube ich, auch innerhalb von einem Tag durchgesuchtet. Das hätte ich bei Fable auch fast machen können, aber wie gesagt, da war ein bisschen zu viel los. Ich hoffe, dass ich es jetzt am Wochenende, wenn dieses Video online geht, schon beendet habe, denn es ist auch nicht unbedingt dick, aber auf jeden Fall bis jetzt absolut empfehlenswert. Echt super nette, unterhaltsame Geschichte, Fantasy-Geschichte mit Meeressetting, Meeresfeeling. Könnte auch eine echt gute sommerliche Fantasy-Empfehlung werden. Ich halte die Augen offen, auch ob dieses Buch irgendwann nochmal übersetzt wird. Ich hoffe schon, denn wie gesagt, es gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut. Eine genauere, ausführlichere Meinung gibt es dazu dann aber im Lesemonat Juli. Und das waren sie, die Bücher, die ich im Monat Mai gelesen habe. Es war jetzt alles irgendwie so mittelmäßig, muss ich leider zugeben. Es war jetzt nichts Überragendes dabei, kein absoluter Flop, also kein Buch, was ich abgrundtief gehasst habe, aber eben auch kein absolutes Highlight, kein 5-Monde-Buch, nichts, was eigentlich über ein 4-Monde-Buch rausging. Deswegen ist es irgendwie schon so ein bisschen enttäuschend und irgendwie bin ich auch so ein bisschen in der nicht ganz so guten Lesestimmung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder einfach auch insgesamt, dass ich jetzt zu viel gelesen habe. Schauen wir mal, wie der Juni so läuft. Verratet mir aber gerne noch in den Kommentaren, was ihr da so im Mai gelesen habt. Hattet ihr denn Highlights dabei oder komplette Flops? Und habt ihr eins der Bücher, die ich euch heute gezeigt habe, schon gelesen? Und wie fandet ihr sie denn? Da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir die, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben und mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und um keine Videos mehr zu verpassen. Und ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!